Mein Campus, mein Studium. Heute mit Midras Klappe. Hallo, ich bin Midras Klappe. Ich bin 25 Jahre alt und ich studiere am CVH Mechatronik im dualen Modell. Ja, dadurch, dass wir hier ja ein sehr kleiner Campus sind, ist natürlich so, dass man auch in den Übungsgruppen in recht kleinen Gruppen zusammensitzt. Man kann dadurch immer sehr gut seine Fragen eben an die Profs rüberbringen. Wenn man dann nochmal Fragen hat, die da weitergehen, dann kann man auch persönlich nochmal einen Termin machen oder auch über einen wissenschaftlichen Mitarbeiter hier nochmal Infos bekommen. Auch spontan schon mal am Campus, wenn man gerade an einer Aufgabe sitzt und da dann nicht weiterkommt. Ja, seit dem Mathe-Vorkurs eigentlich schon haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns als Semester natürlich austauschen. Über die Firma hat man Kontakte auch zu den höheren Semestern, wenn man eben als dualer Student hier ist. Und aber auch als grundständiger Student, wir sind ein recht kleiner Campus ja, wie gesagt. Und spätestens ab dem dritten Semester hat man eigentlich jeden mal in irgendeiner Übung gesehen oder kennt sich. Und man hilft sich dann natürlich auch aus, wenn es um Praktika geht oder wenn es um Übungsaufgaben geht, wo man dann auch Ergebnisse natürlich miteinander teilt. Man ist natürlich direkt am Campus. Man kann quasi morgens aus dem Bett in den Hörsaal fallen. Man hat alles drumherum. Wir haben hier den Rewe fußläufig, Sparkasse, Post, Packstation. Man muss also nicht mal zu Hause sein, wenn die Sachen ankommen. Und dann ist es halt auch einfach die günstigste Option, hier in Heiligenhaus zu wohnen, wo man dann auch alles mit drin hat. Internet ist auch ziemlich zügig. Also wer sich da für Online-Gaming vielleicht interessiert, das bietet sich auch an. Ja, man ist halt einfach direkt am Campus. Ja, Düsseldorf und Essen wären so das, was ÖPNV-mäßig am besten zu erreichen ist. Für diejenigen, für die das vielleicht interessant ist, auch am Wochenende spät nachts noch. Also der fährt durch, der Bus nachts vom Bahnhof. Und ansonsten ist man mit dem Auto auch schnell in Wuppertal, das ist halt auch noch gut zu erreichen, und Velbert, so als mittelgroße Stadt noch in der direkten Umgebung, wo man aber auch einkaufsmäßig eigentlich dann nochmal alles hat, auch an Klamottenläden.